So, wir sind schon online. Hallo und herzlich willkommen an diesem schönen sonnigen Freitag. Neues Video. Geht endlich ein bisschen voran. Wir haben ja Anfang des Jahres was angesagt und irgendwie ist das so sehr schleppend. Aber wir fangen jetzt an, das erste Auto zu folieren. Das erste, also nicht das erste Auto, was wir folieren, aber eines der Fahrzeuge, die in meinem Besitz sind. Mercedes-Benz E-Coupé. Vorne an der Stoßstange sehen wir jetzt, dass die Folie noch drauf ist. Der Rest ist soweit runter. Ja, Auto hat original dieses recht schöne Grau. Ist natürlich langweilig für mich, ne? Muss ja Folie drauf. Na klar. Was drauf kommt, verrate ich erstmal nicht. Werdet ihr aber auch in diesem Video nicht sehen. Also es geht jetzt hauptsächlich nicht um dieses Auto, sondern wir wollten es nur einmal kurz anteasern, dass die Folie runter ist. Dass wir jetzt auch langsam anfangen zu folieren, was man aber hier noch nicht sehen wird. Heute wird auf jeden Fall diesmal etwas dezenter. Also wirklich dezent. Ja, brauchen wir eigentlich gar nichts erzählen. Der war schon sehr auffällig, ne? Nee, dezent. Ja, das wird wirklich dezent. Es wird ja nichts Knalliges oder nichts. Das wären eher dunklere Farben, so viel kann ich sagen. Es wird etwas Designtechnisches, was jetzt nicht krasses Design, also was jetzt kein krasses Design ist. Dezent. Dezent trifft, glaube ich, original genau das, was es wird am Ende. Aber es ist alles Geschmackssache, gehen wir darauf ein, wenn wir soweit sind, den zu folieren. Da steht ein Polo, hüpfen wir rüber zum Polo. Jo. So, da sind wir soweit. So, Polo WRC, ein echter. Ein echter. Bekommt ein wenig Design übers Heck. Ist zwar ein bisschen was Ausgefalleneres, kann man so sagen. Drüben haben wir schon angefangen, zeigen wir aber noch nicht. Nee. Weil wir werden jetzt direkt in den Porn rübersteigen, also in den Car-Porn. Und gemixt mit dem Rap-Porn zusammen. Ja. Also beides gemixt, aber wird auch immer ein bisschen scheppern. Auf jeden Fall. Mit vorne rum alles so bleiben, wie es ist, weil so weiß. Heckbereich, so schräg, so diagonal rüber, wird dann einmal schön foliert. Wie gesagt, so designtechnisch. Wird schon cool. Ja. Wie gesagt, da könnt ihr zuschauen. Und nee, wir machen es gleich. Ich sag da gleich nochmal, weil wir haben da vorne noch ein Auto, und zwar vom Nobby. Ja, Nobby kennt ja jeder hier, denke ich mal, der zuschaut. Ja. Der Norbert. Hallo Nobby! Hallo. Moin! Der Nobby fährt im Urlaub jetzt, glaube ich, heute, morgen oder so. Heute, ja. Genau. Und kriegt nochmal ein kleines bisschen Werbung drauf, weil, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon anteasern dürfen, aber machen wir im Endeffekt schon. Ja, kriegen wir schon hin. Keine bezahlte Kooperation. Aber kommt auf jeden Fall was drauf. Wir gehen mal rüber. Boah. Ja. Das passt aber auch zu ihm. Geht auf jeden Fall so um das hier. Das ist so ein Logo. Lustig. Erklärt sich schon selber. Ich will nicht erklären, was es ist, weil ich mache ja keine Produktwerbung hier. Wir machen nur die Werbung. Kommt das hier noch mit drauf? Also Instagram-Tag praktisch. Und die Elemente hier von dem Logo kommen da noch mit drauf. Auf dem schönen Auto. Kennen ja auch so einige. Kommt jetzt hier das Logo drauf. Da könnt ihr ein bisschen zuschauen, würde ich sagen. Bevor wir hier dran gehen, gehen wir, oder seht ihr den Porn davon? Genau. Deswegen Polo WRC Heckdesign, go! So, man hat so ein bisschen sehen können, wie das Design so in etwa aussieht. Fertig sieht so aus. Werdet ihr jetzt gleich im Porn aber besser sehen, von allen Seiten. Gehe ich nur auf 1, 2, 3 Sachen drauf ein. 1, 2, 3 Sachen. 1, 2, 3 Sachen. Genau. Eine Sache, die erste Sache. Erstmal dieses wilde Design. So ein bisschen flippig. Verschiedene Linien, verschiedene Motive. Sieht so ein bisschen ill. Da haben wir was. Ich kann sagen, das hat so ein bisschen was von dem. So, das sind die originalen Reste, ja. Wäre ich jetzt emotional wieder. Die originalen Reste von dem damaligen M4 von Jean-Pierre. Kann man ein Bild einblenden. Ja. Es war eine Folierung, die sehr anspruchsvoll, sehr zeitintensiv und sehr nervenreibend war. Mehr möchte ich da nicht hinzufügen. Das ist ja so ein leichtes, ähnliches Design. Schwarz-Weiß, ein bisschen was drauf. Auf jeden Fall diese verschiedenen Motive. Dann haben wir öfters hier so die 750, Hashtag 750, beziehungsweise Nummer 750. Warum? Gehen wir kurz hier drauf ein.
So, der Polo ist ja ein echter BRC und das ist die Nummer 750 vom 2500. Also es ist von 2500 Polo BRCs von diesen Modellen gebaut. Ja, BRC haben wir hier zwischendurch stehen, auch mal in Blau. Ne, wir haben auch das Blau mit eingebracht, weil es eine Kontrastfarbe mit dem Bremssattel zu dem Schwarz und Weiß ist. Einfach so als kleines Farbakzent. Schon ganz cool. Ja, das waren eigentlich die drei Sachen. Ne? WRC, Farbe und Schwarz-Weiß-Design. Ja, okay. So, Auto kann raus, Porn kann los. Ja, deswegen, wir fahren Auto raus, Porn geht ab. Genau. Ja, Touran. El Nobi, Gin Dobri, Official Diesel. So, Sticker ist jetzt drauf. Ganz kurz, was wir, ne, ich erwähne einmal. Also wir haben hier das Psychedelic benutzt. Ja, die Folie nennt sich Psychedelic. Ist ein Grau mit einem Effekt, so ein Regenbogeneffekt. Nennt sich Oil Slick. So, Chrom, Lila. Ja, so drei so Akzente in dem Logo und dann nochmal das Instagram. Logo oder den Instagram-Namen auch noch mal dazu. Wir gehen mal auf die andere Seite, weil da, wir haben den jetzt extra so schräg hingestellt, weil die Sonne von dort drauf kommt. Dann sieht man den Effekt. Ich weiß nicht, wie gut man den auf die Kamera kriegt. Wir haben schon ein paar Autos damit gemacht. Ich fuhr sogar mein Auto komplett in der Farbe. Ach krass. Vor 5 Jahren. Boah. So, da sieht man den Effekt. Ja, ich denke, das kommt einigermaßen rüber. Man hat halt so einen Farbverlauf, so einen Regenbogeneffekt. Ja, ich finde, das Ding hat sich so einen ganz kleinen Schwenkerporn verdient. Ganz klein. Deswegen Schwenkerporn, go.